Mach's nicht wie Inga. Mir ist doch noch was eingefallen, was ich euch unbedingt erzählen muss. Meine Freundin, was soll ich sagen? Ist nett, keine Frage, super nett und so. Und auch sehr tapfer ist er mit mir zusammen. Aber wie soll ich sagen, sie hat da so gewisse Kommunikationsmängel. Also, wenn Inga mir etwas mitteilen will, geht das meistens so. Stell dir vor, ich sitze am Rechner, bin am Arbeiten, plötzlich geht die Türe auf. Schatz, ja, es geht klar, geht klar. Also so gegen 15 Uhr und dann, ja, dann sehen wir mal weiter, ne? Aber das ist auf jeden Fall klar. Okay, tschüss. Ja, du hast jetzt genauso viel verstanden wie ich. Denn meine Freundin liebt es, mit der Tür ins Haus zu fallen. Denn meistens ist sie einfach so im Thema drin und geht dann eben davon aus, ja, der Kohlenberg, der wird schon wissen, was ich da erzähle. Nee, weiß er nämlich nicht. Und deswegen der Rat an dich, geh davon aus, dass deine Kunden, deine Zuhörer, deine Zuschauer abgeholt werden müssen. Sie sind nicht im Thema drin. Und das gilt gerade für Social Media. Die Leute sind gerade entweder auf der Toilette, in der Bahn oder auf der Couch. Sie beschäftigen sich vermutlich gerade nicht mit deinem Thema. Setz voraus, dass du nichts voraussetzen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse für deine Kommunikation geben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Entwickeln deiner Geschichte. Und wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir gerne. Bis zum nächsten Mal.